Ja, vor einiger Zeit fing Wizard an, günstige Commander-Decks zu drucken. Da war ich super hyped. Da habe ich dann dieses günstige Commander-Deck bestellt und es kam nicht an. Habe ich ein zweites Mal bestellt und es kam an, viel zu spät. Und dann war der Hype um Zendikar schon vorbei. Deswegen lag das jetzt Ewigkeiten einfach in der Ecke, ungeöffnet und einfach nur ungeliebt. Und deshalb dachte ich, das ist jetzt auch schon... War fast ein halbes Jahr her. Stores müssten die noch in Stock haben. Und jeder, der nicht von Commanders Legends oder jetzt den neuen Kaldheim-Spoilern total geblendet ist und zurückschaut und denkt sich, ich weiß noch nicht, was ich holen soll, der kann einfach mal ein 20 in die Hand nehmen, kann hier die Dinger kaufen. Weil die sind echt günstig. Die sind echt günstig. Das soll ein vollwertiges Commander-Deck sein. Und für die Leute, die das halt noch nicht wissen, für die werde ich das mal hier aufmachen. Weil ich habe selber noch nicht geöffnet, eben weil es diese Verspätung gab und alles. Und deshalb war es für mich super uninteressant, da weiter dran zu arbeiten. Was ist denn... Okay. What the hell? Okay. Ingredients. Wir haben ein Papp-Commander-Box. Eine Papp-Commander-Box. Nice. Das gefällt mir schon mal. Sneak Attack. Learn to play Commander. Commander is a free-for-all multiplayer game. Stunning Knife ist 50. Commander Zones erklärt. Nicht schlecht. Ja, die neuen Set-Booster. Die kennen wir hier mittlerweile zu Genüge. Und ja, dann haben wir hier so einen eigentlich ganz coolen Lifepoint-Typ. Ich mag die Teile. Ja, wenn man über 40 Leben hat, ist es halt schwierig, damit zu arbeiten. Aber okay. So, dann haben wir das aus dem Weg. Was kommt hier noch? Hier kommt noch was. Aber was? Oh, ich habe das Deck gerade. Okay, ich bin super hart verwirrt, was hier alles drin ist. Hier war einfach nur eine Plastik. Wir haben hier den Commander, wir haben hier die Karten dafür. Wir haben hier... Sind das Token? Das sind Token, oder? Oh, Fairy Rogue Token. Ist da eine Bitterblossen drin? Niemals. Niemals ist da Bitterblossen drin. So, ich räume hier aber alles bei Insider, dass ich mal hier anfangen kann. Wir haben... Ich mache die zuerst auf, bevor ich hier weitermache. Auf jeden Fall geht das Commander-Deck, wenn ich das mal hier aufkriege. Es geht um Anuven, The Ruin Thief. Ja, den habt ihr jetzt schon hier unten, auf den wird gerade auch runtergezoomt. Andere Rogues, die ihr kontrolliert, kriegen plus 1, plus 1. Und immer wenn ein oder mehr Rogues einem Gegner, einem Spieler Kampfschaden zufügen, mildert dieser Spieler eine Karte für jeden Schaden, den ihr hinzufügt. Wenn dieser Spieler mindestens eine Kreaturenkarte gemildert hat, zieht ihr eine Karte. Super, super cooles Teil. Diese Rogue-Mill-Sache ist ja auch super hart eingeschlagen. Und das ist halt auch schon, also wenn ihr hier mal guckt, also hier ist dann... Autoplay-Geschütze, okay. Wenn ihr hier mal guckt, wie unglaublich viele Karten da sind. Ist halt ein vollwertiges Commander-Deck. So, wir haben den Enigma-Thief mit Prowl. 7 Mana 5-5. Wenn der ins Spielfeld kommt, wählt ihr für jeden Gegner eine Nicht-Land-Permanente und bringt die zurück auf die Hand. Whisper Steel Dagger, 3 Mana Artefakt, für 2 Mana zum Ausrüsten. Wenn eine equipte Kreatur Kampfschaden zufügt zum Spieler, könnt ihr eine Karte aus diesem Friedhof dieses Spielers casten, eine Kreaturenkarte. Okay. Und ihr könnt Mana mit wieder Farbe benutzen. Notorious Throng, 4 Mana, Tribal Rogue, Prowl auch. Also Prowl ist halt so was ähnliches wie Ninjutsu. Ja, wenn ein Rogue Schaden zugefügt hat, okay. Kriegt die X11 Rogue Super X die Anzahl an Damage ist, die euer Gegner in diesem Zug zugefügt bekommen haben. Okay. Ihr könnt also, wenn ihr die Pro-Kosmen zu zahlt, dann extra Turn kriegen. Wow. Das ist gar nicht mal schlecht. Oh, wie viele Rares sind da drin? 1, 2, 3, 4 Rares jetzt schon. Scourge of the Fleet. Oh mein Gott, das Artwork. Ist das süß. 7 Mana 6-6. Wenn das Spiel verkommt, bringt man für jeden Gegner... Was? Return each creature your opponent's control. Jede Gegner, der...
So, kurz gesammelt. 7 Mana, 6, 6. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, bringt ihr bei jedem Gegner eine Kreatur zurück auf die Hand. Ne, jede Kreatur bei eurem Gegner zurück auf die Hand. Mit Mana kostet. Mit Verteidigungsstärken X oder weniger, wo X die Anzahl der Inseln ist. So, jetzt habe ich ihn durch. Scheiß drauf. Stolen Identity, cool. Sorcery mit Cypher. Ihr könnt eine Kreatur kopieren. Fated Return. 7 Mana instant. Ihr bringt eine Kreaturenkarte und eure Kontrolle zurück ins Spiel. Sie kriegt Unzerstörbarkeit. Und wenn es euer Zug ist, Scry 2. Kriegt sie Unzerstörbarkeit aber fest, oder? Wow. Wow. Gonti. Oh ja, Gonti ist ja auch ein Rogue. 4 Mana, 2, 3 Death Touch. Wenn ihr ins Spielwerk kommt, guckt ihr, was sind 4 Karten von eurem Gegner, von einem Gegnerdeck an. Nehmt eine davon ins Exil, face down. Und ihr könnt sie casten und sie angucken. Ja, ich glaube, solange das im Exil bleibt, ja. Dann Garruk's Wake. Wow. Das ist so schwer, es sind so viele Karten. 9 Mana, zerstöre alle Kreaturen, die ihr nicht kontrolliert und alle Planeswalker, die ihr nicht kontrolliert. Stark. Alter, wie viele Rares? Oh mein Gott. Necromantic Selection. 7 Mana, Sorcery. Zerstört alle Kreaturen, dann bringt ihr eine Kreatur aus dem Friedhof zu Gondor ins Spiel. Sie ist schwarz zusätzlich und Zombie zusätzlich. Und danach wird ihr exiled. Nighthawler. 3 Mana 0-0 mit Bestow. Das heißt, ihr könnt diese Kreatur auf eine andere Kreatur ausrüsten, bis wir sie enchanten. Und die enchantete Kreatur kriegt +X/+X und er hat halt XX, wobei X die Anzahl an Karten in allen Friedhöfen ist. Creature-Karten, okay. Ogre Slumber, okay. 5 Mana 3-3, immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur stirbt, kriegt ihr eine 1-1 Ratte und alle Ratten haben Death Touch. Ist mal langsam gut mit den Rares. Sind das nur Rares oder was? Sepultra Primordial, 7 Mana 5-4 mit Intimidate und wenn er ins Spielfeld kommt, dürft ihr von jedem Gegner eine Kreatur aus seinem Friedhof ins Spiel bringen. Und auch Kontrolle natürlich. Noch eine Rare. Consuming Abomination. 5 Mana XX, wo X die Anzahl an allen Karten in allen Friedhöfen ist. Und immer wenn ihr einen Zauber castet, muss jeder Gegner die obersten Karten seines Decks so lange runterlegen, bis er ein Land runtergelegt hat. Dann könnt ihr ja genau, die in den Friedhof legen. Genau. Lazav, Dimir Mastermind. 2 Black, 2 Blue, 3-3, Hexproof. Und immer wenn eine Kreatur oder Kontrolle ins Friedhof geht, nee, dein Gegner schon Friedhof, okay, könnt ihr Lazav eine Kopie davon werden lassen. Er hat immer noch Hexproof und immer noch diese Fähigkeit und behält seinen Namen, aber wird zu dieser Kreatur, was ganz cool ist. Notion Thief. 4 Mana 3 ins Flash, wenn der Gegner eine Karte zieht, außer die erste in seinem Zug, skippt er das und ihr zieht diese Karte stattdessen. Ist genug Rares? Nee, also sogar noch mehr. Una, Queen of Fee. Was zur Hölle? Die Dinger kosten halt nichts. Boah, warum habe ich das nicht schon früher geöffnet? Una, Queen of the Fee. 6 Mana, 5-5 fliegend. X, ein blau-schwarzes. Ihr sucht eine Karte, eine Farbe aus. Ein Gegner exiliert die obersten X-Karten seines Decks. Und für jede Karte der ausgewählten Farbe, die ihr ausgewählt habt, kriegt ihr ein 1-1 Black Fairy Rogue Token. Deswegen waren die Fairy Rogue Tokens da irgendwo. Zelumgas Command. Ich habe mal ein Zelumga Dragonlord Commander Deck gehabt. 5 Mana Instant. Ihr sucht 2 aus. Entweder countet ihr ein Non-Creature Spell, ihr bringt ein permanentes zurück auf die Hand, eine Kreatur kriegt -3/-3, bis man es hohe ist, oder ihr zerstört einen Planeswalker. Nicht bad. Alter, noch mehr. Was ist das? Die Hälfte des. Also, nicht die Hälfte, aber. Wow. Das sind alles Rares. Ich hätte mit viel weniger gedacht. Uff. Spinal Embrace. 3 farblose, 2 blaue, 1 schwarzes. Instant. Und ihr könnt den nur während eures... Nee, generell wegen generell im Combat casten. Ihr enttappt eine Kreatur, die ihr nicht kontrolliert. Kriegt die Kontrolle darüber. Sie kriegt Eile bis zum Ende des Zuges. Und zu Beginn des nächsten Endsteps wird das Ding geopfert. Und ihr bekommt Leben in höherer Verteidigungsstärke. Okay, cool. Sick River Cutthroat. Wow, der war sogar mal richtig teuer. Blue Black. 1-3. Zu Beginn des Endsteps, wenn ein Gegner 3 oder mehr Leben verloren hat, dürft ihr eine Karte ziehen. Mit den ganzen... Ah, ist auch ein Rogue.
Blackblade Reforged. Zweimal Legendary Equipment. Legendary Equipment auf 3, normales Equipment auf 7. Und die ausgerüstete Kreatur kriegt +1/+1 für das Land, was ihr kontrolliert. Das ist nicht schlecht. Noch Rares, was ist denn? Bone Horde. 4 Mana, Living Weapon, also kommt mit einem Germ Token ins Spiel. Die equippte Kreatur kriegt +6/+6. Wächst die Anzahl an Kreaturenkarten in allen Friedhöfen ist. Ich glaub's nicht. Ist sogar eine gute Karte. Obelisk of Urd, 6 Mana mit Convoke. Wenn ihr ins Spiel kommt, sucht ihr euch einen Kreaturentyp aus, wahrscheinlich Rogue. Und Kreaturen mit dem mit diesem Kreaturentypen kriegen +2/+2. Wow. Scytheclaw. 5 Mana Equipment, auch mit Living Weapon. Die Kreatur kriegt +1/+1. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur mir dann Kampfschaden zufügt, verliert er die Hälfte seines Lebens rounded up. For each damage dealt to them. Ah ne, es ist nur, wenn Combat Damage zugefügt. Okay, immerhin. Okay, sonst wäre das ziemlich broken gewesen. Wir haben die Rares durch. Es sind nur ganz wenige. Dann kommen wir zu den Uncommons und Commons. Die skippe ich so ein bisschen durch. Wenn mir was auffällt, werde ich es sagen. Ansonsten... Ja, wie gesagt, skippe ich da so ein bisschen durch. Oh, der Outcast, den spiele ich im Legacy. Binarred, oh, Meshlet's Murder. Die ist bestimmt richtig gut da drin mit den Rogues. Skulls of Cutthroat. Wow, okay. Das Ding ist echt nicht schlecht. Narkan Signet, Command Sphere. Ich vermute mal, da ist auch ein Mindstone und Soul Ring drin, eine Command Tower. Wow, das Ding ist gut. Myriad Landscape. Wow. Und es geht auch noch hier weiter. Wow, das Ding ist echt gut. Und es ist auch noch die hübscheste Insel der Welt da drin. Und der hässliche Sumpf. Wow. Okay, ich bin ziemlich hart geflasht, Leute. Ich hätte niemals erwartet, dass diese Commander-Produkte so gut sind. Ich habe das andere auch noch hier. Das kommt dann in 2 Wochen. Und da bin ich richtig hart geflasht jetzt drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Das Einzige, was mir jetzt aufgefallen ist, da ist kein Arena-Code drin. Nein. Kein Arena-Code. Das heißt, ihr könnt das nicht in Arena spielen. Das hätte mich nämlich gewundert, weil da sind so viele alte Karten mit drin. Ja. Wow. Ich bin ein bisschen geflasht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ihr den Inhalt noch nicht kanntet, habt ihr zumindest Spaß daran gehabt, euch das mal durchzugucken, was da so drin ist. Ich mache jetzt noch die Tokens auf, damit ich auch alles auf habe und den Müll gleich wegbringen kann. Und guck mir mal noch die Tokens an. Und wow, wie viele Rogues. Top da. Goblin Rogue, Rats und Germ. Ja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, I will exit. Ciao, ciao.